So geht es weiter. Enrico Hoffmann zu Gast bei seinem Coach Max Matzen, Freunde. Let's go. So, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Talk-Video auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich den Dicken heute mal wieder bei mir an der Seite. Wir haben uns zuletzt in Gera gesehen, genau. Aus der Meisterschaft. Genau. Dort hast du... Ich finde, Enrico, Emir und Budesheim sind so die letzten vom deutschen Schwergewichtsbodybuilding, die in Zukunft weiterhin was reißen könnten. Enrico hat ja letztes Jahr sich wunderbar platziert. Ja, Emir auch immer besser. Emir ist noch sehr jung, deswegen bin ich gespannt, was wir da von ihm zu sehen bekommen. Einen phänomenalen Gastauftritt hingelegt. Dankeschön. Ja. Seitdem hat die Form auf jeden Fall noch mal ein bisschen angezogen. Und wir wollen heute mal euch mal ein bisschen darüber quatschen, wie so die Zukunftsplanung bei Enrico aussieht, genau. Was vor allen Dingen so die letzten paar Monate. Bin ich auch mal gespannt. Er wurde ja auch operiert, hat sich irgendwie verletzt. Bin ich gespannt. Bei dir passiert ist, was so drunter und drüber ging und wie die Zukunft aussehen soll. Genau. Ich würde sagen, fang mal an. Die letzten paar Wochen, die waren für dich relativ turbulent. Ja, die letzten zwei, drei Monate sogar. Genau. Ja, wie ihr damals mitbekommen habt wahrscheinlich, also die meisten von euch, wir haben ja schon ein Video auf meinem Kanal released gehabt, vor zwei Monaten ungefähr, als ich gerade wieder richtig eingestiegen bin. Stimmt, Dennis Reinhold habe ich letztens ein Update gesehen, der sieht auch sehr, sehr, sehr böse aus. Also da bin ich auch gespannt, was auf uns zukommen würde in Zukunft. Über ihn spricht ja auch kaum einer. Aber ich glaube, der macht auch, ich weiß nicht, macht der mittlerweile YouTube? Falls ja, nehmen wir unbedingt mit rein. Ich habe Bock hier auf den Typen, mir da reinzuziehen. Immer frischen Wind rein, mit reinnehmen, ne? Und alle Jungs supporten aus Deutschland, muss. Das Training nach meiner Bizepsverletzung, da haben wir ja drüber gesprochen, so, welche Ziele oder welche Wettkämpfe habe ich im Visier. Das war einmal, ich glaube, Tampa und was war das noch, New York oder was war das? Nee, Texas irgendwas, glaube ich, irgendwie sowas. Texas und Tampa war. Ja, genau. Das sind ja die Wettkämpfe eigentlich gewesen, die wir im letzten Jahr in der 212-Klasse eigentlich erst bestreiten wollten, wo dann, wie gesagt, die positive Zwischenfall kam, dass mein kleiner Sohn einen Monat eher geboren wurde. Ja, und das dann natürlich. Ach, Glückwunsch, ich hoffe, alles gesund und alle munter. Ich wusste gar nicht, dass der Papa geworden ist. Krass. Das Verhör mit Steve Bentin kommt bald. Mach dir keine Sorgen, kommt bald. Natürlich gut war, dass wir es nicht gemacht haben in der Hinsicht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch zu Max gesagt, eigentlich, Mensch, hier wäre es sinnvoll, jetzt im Herbst wieder zu starten. Gerade wegen, du bist jetzt einmal im Munde der Leute, du musst jetzt wieder Gas geben, dranbleiben. Und ja, und dann ist aber auch der nächste Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie im Mai wieder eine Diät starte, mir fehlen fast drei Monate vom Aufbau von der Offseason durch die Bizepsverletzung, die ich hatte. Schade, wahrscheinlich macht er gar nichts mehr hier dieses Jahr. Wo ich halt auch nicht 100% Vollgas geben konnte. Weil unser Ziel war eigentlich, oder Max sein Ziel, was er so mit mir hat, eigentlich gewesen, dass wir sagen, okay, pass auf. Unser Ziel ist es natürlich, eine Show zu gewinnen. Weil das ja jetzt im Endeffekt die neuen Richtlinien sind, um die Olympia. Ich glaube, der hat sogar mal einen zweiten geschafft, oder? Letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Zweiter oder dritter wurde er auf irgendeiner Pro-Show. Ich glaube schon. Quali zu bekommen. So, und 5 Kilo aufzupacken, das funktioniert nicht mal von heute auf morgen. Ja. Ja, und ja, dann haben wir halt gesagt, okay, pass auf, momentan die ganzen Gegebenheiten passen nicht so 100%. Ich habe einen neuen Job angefangen, macht auch Spaß, passt alles gut mit dem Sport zusammen. Allerdings haben wir Ende des Jahres einen Firmenumzug. Im Juni wollte Frau mit mir und Kind nochmal nach Griechenland. Guck mal, das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Freunde, der Kollege ist Papa, hat noch eine Beziehung, hat noch einen Fulltime-Job und ist Profi-Bodybuilder im Superschwergewicht. Oder 212er, glaube ich, sorry. Eins von beiden. Das ist nicht einfach, Freunde. Das kostet Haufen Geld, Energie, Arbeit, plus noch mit der Familie alles. Das ist krass. Griechenland, ein bisschen Urlaub machen, 2 Wochen, ihr kennt es selber. Auf Diät im Urlaub ist eigentlich... Nee, mein Lieber, es gibt hier immer noch keine Autobahn. Ich habe gestern 3,5 Stunden für 200 Kilometer gebraucht und das ist Standard. Eigentlich total kontraproduktiv, du kannst im Urlaub gar nicht genießen, nichts. Ja, dann hatte unser Kleiner noch eine OP. Nein, Patrick Teutsch kann bei den Profis nicht mithalten. Also von der Härte ja, aber von der Muskulatur nicht, von der Muskelmasse her nicht. Wie gehabt letzte Woche, da wurde eine Oberlippe operiert, das wurde alles gerichtet. Kosmetisch, das sind halt auch Sachen, wo du immer ziemlich viel, ich würde mal sagen, Kopfschmerzen hast, nicht richtig weißt, Mensch, hier klappt das alles, funktioniert das alles. Ja, und zu guter Letzt, bei der letzten Ausfahrt oder ersten Ausfahrt für dieses Jahr mit meinem zweiten Hobby, mit dem Harley-Fahren, wurde mir mein Motorrad zerschossen, da ist mir einer hin reingeknallt an der Ampel.
ich dachte schon, mein Motorrad wurde zerschossen. Also Drive-By hat sich angehört. Ja, scheiße, Alter, mein Beileid, Digga. Das ist doch wohl das Schlimmste überhaupt. Wenn einer in deine Harley reinknallt, was soll das denn? Und demzufolge, ja, sind das mehrere Punkte, wo ich jetzt eigentlich erstmal ein bisschen Kopfschmerzenrennerei mit habe, wo man sich halt nicht so richtig auf den Sport konzentrieren kann. Man macht es zwar schon irgendwo, aber irgendwo fehlt dann so ein bisschen der Fokus, diese 100%igkeit, oder 110%igkeit, die du eigentlich brauchst, um erfolgreich zu werden oder um das Ganze umzusetzen. Ja. Ja, das Ding ist, mein Enrico und ich, wir haben uns relativ arg darüber unterhalten, was so eigentlich tatsächlich langfristig noch deine Zielsetzung ist, was du willst in diesem Sport. Wir wissen alle, du bist einer der besten deutschen Athleten, die wir aktuell haben. Und eigentlich, es gibt nur noch zwei Ziele, die du im Bodybuilding realistisch erreichen kannst. Das eine ist Pro-Show gewinnen und bei der Olympia ein Debüt hinzulegen. Safe. Eine Show. Also Olympia-Debüt. Pro gewinnen. Wir haben jetzt ein paar Top-5-Platzierungen gemacht. Die sind mega. Mhm. Gerade in der offenen Klasse, nachdem wir den Wechsel vollzogen haben. Da kann kein Mensch was sagen. Okay, stimmt. Er ist von den 2-12ern in die offene rüber, glaube ich. So ist, glaube ich, korrekt gewesen. Aber das Einzige, was uns dann noch bleibt, ist im Endeffekt eine Show zu gewinnen und damit einhergehend auch eine Olympia-Quali. So. Ja. Man könnte dann natürlich noch argumentieren, alles klar, vielleicht haben wir das Ziel, noch eine Top-10-Olympia-Quali zu machen, aber Mr. Olympia wird Enrico in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr und das ist auch völlig okay. Es funktioniert auch als Deutscher, müssen wir ganz ehrlich sein, als Deutscher wirst du niemals Mr. Olympia, zumindest nicht in der offenen Klasse. Dafür müsste man wirklich wahrscheinlich Amerikaner sein, man müsste seine Wurzeln. Das ist meines Erachtens nach mittlerweile schwachsinnig, diese Aussage. Wer ist denn der aktuelle Mr. Olympia? Und der davor. Ja. Wenn man das immer noch als Politik sieht, mit aus welchem Land man kommt, dann auf gar keinen Fall, Digga. Jungs, Leute aus dem Nahen Osten, zweimal hintereinander, mehrmals hintereinander, Big Ramy und Hadi Chopin werden Mr. Olympia. Warum soll denn dann ein Deutscher kein Mr. Olympia werden? Das ist falscher, alter Glaube von damals noch so. So Irrglaube von früher. Weil es halt immer früher so war, aber mittlerweile auf keinen Fall. Es zählt die Leistung, ganz klar. Dort haben und halt auch dieser ganze Background in Amerika stattfinden oder der ganze Background dort sein und vielleicht dein Sponsor müsste dann auch noch Sponsor der Olympia sein, damit du da irgendwo die Chance auf gar keinen Fall hast, wirklich mal Mr. Olympia zu werden. Und dahingehend war es mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass Enrico mal so ein bisschen in sich geht, was er eigentlich möchte, weil die Ziele, die wir jetzt haben oder die du noch hast, die machen wir nicht nebenbei. Ja, du bist auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber im Bodybuilding auf dem Niveau machst du wirklich nur noch Fortschritte, wenn alles 100% ist. Ansonsten popelt man rum und dafür ist der Spaß eigentlich A, zu teuer. Ja. Ich glaube, der sollte ein Jahr aussetzen, also dann nächstes Jahr im Frühjahr oder so starten. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei, da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Die Gesundheit leidet immer irgendwo drunter. Selbst es reicht schon mit dem Körpergewicht durch die Gegend zu rennen. Ne? Und natürlich leidet auch das Privatleben, das Sozialleben leidet da krass drunter. Das sind Dinge, die darf man nicht vernachlässigen. Und ich bin immer so ein bisschen so die Stimme der Vernunft, weil ich merke, dass bei dir, du hast mal so ein Engelchen und so ein Teufelchen, die sich in dir streiten. Auf der einen Seite willst du für deine Familie da sein. Und ich bin ich kann das krass nachvollziehen. Ja. Ich habe zu Enrico gesagt, wenn du jetzt sagst, alles gut, ich bin durch mit Bodybuilding, ich will mich auf. Kann ich aber auch komplett verstehen, ne, dass man da so in so einem Zwiespalt sich befindet. Man will Bodybuilding zu 100% durchziehen, man weiß, was man für ein Potenzial hat, man weiß, was in einem steckt, aber man will natürlich auch ganz klar, wenn man frisch gebackener Familienvater ist, für die Familie da sein, ne? Ist ja natürlich, ist ja klar. Justin ist ein super Bodybuilder, Alter. Aus dem kann auch was Krasses werden. Also ist auch nur eine Frage der Zeit, bis der Kollege sich eine Pro-Cut schnappt. Safe, kriegt er hin. Justin ist ein brutales Vieh. Ich auf meine Familie und alles andere konzentrieren. Das kann dir kein Mensch übel nehmen. Das kann dir kein Mensch böse nehmen. Und das wäre völlig okay. Aber wenn du sagst, wir wollen das noch, ja, dann musst du das auch 100% machen. Weil ansonsten verschwendest du deine Zeit. Deine Familie wird so oder so leider dann ein bisschen drunter leiden. Mhm. Aber das macht nur Sinn, wenn wir dafür auch die Belohnung kriegen. Richtig. So.
Und langsam regelt sich bei dir wieder alles. Der Kopf ist auf jeden Fall wieder da. Wir haben heute auch ein Gastposing, also wir in Rübe hatten ein Gastposing heute. Und allein von Gera zu heute hat sich auf jeden Fall schon ordentlich wieder was getan. Und es ist genauso, wie du gesagt hast, wir brauchen halt eigentlich eine komplette Offseason. Wir haben letztes Jahr den Sprung gemacht, wir sind fast 10 Kilo schwerer sozusagen gekommen und haben den Sprung in die offene gewagt. Da fehlen aber noch mal mindestens 5 Kilo Muskulatur, damit wir die ganz oberen Plätze mitmachen können. Und nach der Verletzung, du bist ultra schnell zurückgekommen. Normalerweise wirft das Leute viel, viel länger raus. Aber du bist schnell zurückgekommen zu dem Punkt, wo wir waren und nicht darüber hinaus. Und jetzt nach zwei Monate Offseason und dann wieder in eine Vorbereitung zu starten. Ich denke mal, Enrico ist auch so ein Typ, der wieder schnell auf so ein gutes Level kommt. Wenn er wieder alles optimiert, alles läuft, wie es laufen muss und sollte, dann wird er, glaube ich, schnell wieder zurückkommen und auch wieder weitere Zuwächse erzielen. Gehe ich safe von aus. Da wird realistisch. Du wärst wahrscheinlich trotzdem irgendwie 3 Kilo schwerer oder so gewesen. Ich denke tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Klar. Ich denke tatsächlich, ich habe das ja letztes Jahr mit Max gemerkt, dass es tatsächlich bei mir so ist oder mein Körper so reagiert, dass wenn ich in der Diät bin, dann funktioniert ja auch wirklich alles 100%, sei es die Ernährung, sei es die Supplementierung und so weiter. Und das bringt mich eigentlich erstmal richtig in Gewicht hoch, also nicht in der Off-Season. Das war bei mir auch mal das große Problem. In der Off-Season oft mal was gegönnt, oft mal ein Supplement vergessen zu nehmen oder irgendwas und nie so 100% geben, aber wenn es mal in der Diät war oder Prep, da habe ich immer alles zu 1000% richtig gemacht. Keine Mahlzeit vergessen, nichts geskippt oder und so fort und so weiter, nie gecheatet. Da muss ich an mir arbeiten, was so einen richtig guten, sauberen Aufbau angeht, safe. Also bei mir, weil ich bin auch kein Mensch, der wirklich fett wird oder sowas, sondern bei mir funktioniert das teilweise sogar in der Wettkampfvorbereitung, in der Diät, dass ich da nochmal Gewicht zulege. Ja, und Das muss ich sagen, das funktioniert bei dir wunderbar. Allein schon, was du letztes Mal aufgebaut hast in der Diät. Ich meine, die Ausgangslage, die wir hatten, die war katastrophal. Ja. Und du hast... Da erinnere ich mich auch noch dran. Darauf haben wir sogar reagiert. Das Video findet ihr auf Enricos Kanal. Irgendwie die schlechteste Form meines Lebens oder so. Was die geschafft haben in der kurzen Zeit, das ist Wahnsinn. Der sah aus wie ein LKW-Fahrer, der Enrico. Das ist krank. Da müsste man netto rechnen, wie viel Fett du tatsächlich verloren hast und gleichzeitig Muskulatur aufgebaut hast. Das ist schon eine Glanzleistung. Nichtsdestotrotz ist rein logisch, ist eine gut durchstrukturierte Offseason natürlich eigentlich eher dafür gedacht, um mehr Muskulatur aufzubauen. Du hast immer das Glück gehabt, du hast es damals in deinen ganzen Vorbereitungen, konntest es quasi immer kompensieren, was in der Offseason vielleicht so... Wenn Max so weitermacht, früher oder später auf jeden Fall. Ein bisschen nebenher lief, damit halt auch das Rest... Aber die Dame, die der jetzt coacht, die war doch auch schon mal beim Olympia, oder nicht? Das restliche Leben funktioniert, aber ich bin der Fett. Letztes Jahr, oder? Das ist eine Überzeugung, damit du einmal ganz oben mitspielen kannst, muss das halt einmal auch in der Offseason richtig knallen. Da muss der Fokus auch in der Offseason da sein. Und genau das haben wir jetzt. Heißt, unser Plan ist für dieses Jahr noch wirklich draufpacken, was geht. Fett werden lasse ich Enrico sowieso nicht. Und dann peilen wir quasi die Frühjahrssaison, gibt es ja bei den Profis gar nicht so richtig, aber... Was wiederum auch mehrere Vorteile hat sozusagen, weil, guck mal, es ist ja nun so, in der Vergangenheit, bevor meine Frau schwanger war sie eigentlich immer mit auf Wettkämpfe gewesen, so als Support für mich, auch als mentale Unterstützung und das können wir dann einfach am nächsten... Richtig, das ist der DX Racer Polska Edition. Ja, realisieren, das ist mega, sag ich mal, Unterstützung, auch kopftechnisch. Mega entspannt für mich, wenn da eine Frau und dann auch der Kleine mit dabei ist. Das motiviert mich ungemein. Ja, und wir können vielleicht sogar sagen, im nächsten Jahr, wenn wir in die Frühjahrssaison reinstarten, könnten wir vielleicht New York sogar mitmachen. Und da nochmal... New York Pro ist auch ein geiler Wettkampf, ne? So sehr charismatischer Wettkampf. Ich meine, das Thema ist zwar abgehakt, ja, aber trotzdem irgendwo... Bei New York hast du noch eine Rechnung offen. Ja, schon. Ich meine, die Rechnung habe ich, glaube ich, schon in Prag bekommen. Ja. Aber trotzdem, für mich, für mein Gewissen, für mein Wohlbefinden, oder Wohlbefinden klingt blöd, aber für mein Gewissen, für mein tiefstes Inneres, würde ich das schon gerne nochmal gerade biegen. Ja? So, und das wäre vielleicht das wären die zwei Punkte, die mich eigentlich schon sehr... Meint er mit gerade biegen, ist das die Story, wo der da irgendwie zum Apartment gefahren ist, von der Waage oder vom Wettkampf, und dann hat er den Wettkampf irgendwie verpennt oder irgendwie sowas? Es gibt, das ist Enrico tatsächlich auf irgendeinem Wettkampf passiert, in Amerika. Da ist er irgendwie von der Veranstaltung kurz in ein Hotelzimmer,
hat irgendwie falsch auf die Uhr geguckt oder irgendwie sowas, hat auf jeden Fall den Wettkampf nicht mitgemacht, weil er nicht anwesend war in der Halle. Da ist irgendwas vorgefallen. Richtig dumm, das war eine richtige Dummheit. Dazu verleiten, das früher mitmachen zu können oder mitzumachen. Ich guck mal, ich würde mir einfach wahnsinnig wünschen, dass wir einmal noch richtig durchziehen, einmal quasi genau diese Ziele erreichen und du danach für dich entscheiden kannst, klar, du kannst gerne weitermachen. Danke dir, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Hab eine schöne Schicht. Aber dass wenn du sagst, du bist durch mit Wettkampf-Bodybuilding, dass du für dich auch wirklich gesagt hast, alles klar, hier geht gar nicht mehr. Ich habe alles abgehakt. Ich bin quasi der erfolgreichste Deutsche in den letzten 10 Jahren gewesen, sozusagen. Ja. Wie auch immer. Oder in letzter Zeit. Oder ich habe zumindest das maximal Mögliche für mich rausgeholt. Weil dann geht man auch mit einem viel besseren Gefühl aus der Geschichte raus und hat nicht mehr das Gefühl, man hat irgendwie noch so eine... Ja, noch irgendwas offen. Irgendwas muss noch, weil das nagt einem schon als Sportler an einem. Und das Ding ist ja auch, ich meine, wenn du dann irgendwann mal aufhörst mit Wettkämpfen, heißt es ja langsam nicht, dass du mit dem Sport aufhörst und eingehst wie so eine Erbse. Aber du wirst ja, wenn du diesen Sport so hardcore betrieben hast, so intensiv betrieben hast, wirst du dem Sport immer irgendwo treu bleiben. Du wirst vielleicht nicht mehr auf dieser, sag ich mal, auf diesem Level. Aber man wird immer die Hantel irgendwo schwingen. Safe. Oder sich dafür interessieren oder befassen. Das ist einfach ein Bann, aus dem man nicht mehr rauskommt. Also Intensität, das Training vollbringen, aber halt irgendwo, du machst den Sport 3-4 Mal die Woche wirklich so, dass du dich wohlfühlst, dass du noch gut stabil unterwegs bist, aber halt auf einem, ich will mal sagen, gesunden Level und entspannten Level, so dass du den einfach... Gesunder Level wäre dann 2,50 die Woche. Ohne Kopfschmerzen arbeitet. Weil was mir tatsächlich aufgefallen ist, ich sehe jetzt viele Neuprofis, sag ich mal, die haben jetzt gerade ihre Karte bekommen und fangen dann noch im halben Jahr an, die haben glaube ich nicht mal Wettkampf gemacht, sagen dann, ich höre jetzt auf mit Wettkämpfe. Und komischerweise, die sind trainieren. Meint er da den Aldin Alijagic oder wen? Natürlich weiter, wie ich es gerade schon sagte, aber du siehst dann tatsächlich, wie diese Leute besser werden. Wahrscheinlich wirklich einfach, weil der Kopf frei ist. So, und dann, weiß ich. Das habe ich bei mir jetzt auch schon festgestellt. Seitdem ich nicht mehr für einen Wettkampf trainiere, sondern einfach nur für mich und seitdem ich keine Schichtarbeit mehr habe und quasi mein Stresslevel unten ist, ganz anders und mein Schlaf viel besser ist, läuft es viel, viel, viel entspannter bei mir. Richtig geil, ohne Witz. Wenn man sich keinen Stress macht, keinen Druck, viel besser. Und dann können Sie wahrscheinlich später einfach nochmal auf die Bühne. Also das ist halt das Thema, man braucht einen freien Kopf. Wie gesagt, ich würde mir für Enrico wünschen, dass wir das mit einem Knall quasi durchziehen und dass du nicht einer der Leute bist, die einfach dann irgendwann von der Bildfläche verschwinden, ohne dass man was von ihnen hört und dann bist du irgendwann in der Versenkung, weil auf dem Level bist du einfach nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben noch ordentlich was vor. Ich hoffe, ihr unterstützt Enrico weiter auf seinem Weg. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Da wird in Zukunft auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen. In diesem Sinne, wir konzentrieren uns jetzt auf die Meisterschaft hier. Lasst ein Abo und einen Kommentar da, was ihr denkt, was Enrico machen sollte. Enrico kannst du unterstützen auf Bigzone mit dem... Das war's, Freunde. Ja, ihr könnt die beiden bei Bigzone supporten. Nicht, dass ich jetzt hier denen die Werbung nicht gönne mit deren Codes. Ja, und wie gesagt, ich finde, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die Max da getroffen hat mit Enrico zusammen. Bisschen abwarten und wieder auf ein hohes Level zu kommen, weil was bringt ihm, wenn er jetzt, sagen wir mal, keine Top-5-Platzierung schafft oder gerade mal eine Top-5-Platzierung durch dieses Handicap, was er dieses Jahr hatte, wenn er doch bereits schon fast eine Show gewonnen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde, und falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert unbedingt diesen Kanal, schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei, dort sind wir dreimal die Woche live um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag, und falls ihr mich supporten möchtet, könnt ihr auf jeden Fall ab sofort bei Oase vorbeischauen für schöne Streetwear oder auch für die Kleidung fürs Gym oder bei eseng.com. Da könnt ihr euch immer mit meinem Rabattcode William ebenfalls den besten Deal sichern, beispielsweise auf dieses leckere Designer Whey Protein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.